Hallo, in diesem Video möchte ich das Supersampling mal ein bisschen im Einsatz zeigen, wie wir Polygone mit dem Supersampling ausfüllen können. Und dann möchte ich nochmal kurz auf Schillings Verfahren eingehen, beziehungsweise zeigen, was der eigentlich macht und was der Unterschied zu einem einfachen Supersampling ist. Dazu gucken wir einfach uns mal dieses Grid hier an. So, wir können es auch ein bisschen vergrößern. Ich sag mal kurz vorweg, euch sollte klar sein, was Supersampling ist. Und dass ein so ein Ding hier ein Subpixel ist, für den Fall, dass ein so ein großes Teil hier so ein gesamtes ein normales Pixel ist. Also die Terminologie vom Supersampling ist in einem anderen Video drin. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt eine Figur ausfüllen. So, das sollte für den Einsatz hier reichen. So, erstmal ganz kurz vorweg, was wäre jetzt die native Variante, die naive Variante wäre dann einfach zu sagen, okay, überall da zum Beispiel, wo wir jetzt Pixel schneiden, füllen wir das Ding aus. So, ungefähr so, vielleicht hier, weil da noch so ein ganz kleines bisschen von der Linie ist jeweils, das noch mit. So, wir können das gerade nochmal vergleichen. Hier auf der linken Seite ist das Original. Hier ist das, was wir jetzt gerade gezeichnet haben. Sieht ein bisschen anders aus halt. Nicht so geil, gezickzackt, so. Aber das ist uns ja alles klar, das wissen wir ja. Mit das wissen wir ja ist gemeint, dass das scheiße aussieht und dass wir es jetzt entialisen müssen. Ist übrigens auch ein sehr geiles Wort. So, was wir auf jeden Fall wissen, ist alles, was komplett innen drin liegt, können wir auf jeden Fall schon mal komplett ausmalen. Liegt auch komplett drin. So, und jetzt die Frage, wie gehen wir mit dem Rest um? Achso, kurzer Nebeneinschub. Es könnte natürlich auch sein, dass man das Ganze so zeichnet, statt so, wie wir das eben gemacht haben, so. Das kommt dann darauf an, ob man alle mit, wo, also nur alle da zeichnet, wo das eingeschlossen ist, oder ob man sagt, naja, da, wo die Linie überall drüber geht. Gut, soll uns aber nicht stören. Wir überlegen uns jetzt, okay, wie gehen wir mit den Dingern hier um? Da hatte ich ja auch in dem Video zwischen für Supersampling und Subpixel schon mal so angeschnitten. Wir gucken einfach, wie viel ist denn jetzt von dem Pixel da drinne? Zoom nochmal ein bisschen ran. So, und anhand der Menge der Pixel, die eingeschlossen sind, also, Entschuldigung, anhand der Menge der Subpixel, die eingeschlossen sind von unserer Figur hier, entscheiden wir dann, wie hell das Teil hier sein soll. Ich werde es jetzt mal vorführen, aber ich nehme das Geheimnis schon mal vorweg. Das ist das eigentliche Geheimnis. So funktioniert das Anti-Aliasing mit dem Supersampling. Nur, dass wir im Grunde gucken, okay, wie viele Subpixel sind denn eigentlich ausgefüllt und welche Farbe müssen wir dem Ganzen dann entsprechend geben. Dabei gibt es dann nachher noch ein paar Sachen zu beantworten, auf die gehe ich ein. Aber jetzt gucken wir erstmal, okay, wir haben hier verschiedene Felder. Wir holen uns mal verschiedene Rottöne. So, ich will es mir nicht ganz so genau machen. Ich habe mir hier mal ein paar Rottöne rausgesucht. Und jetzt gucken wir einfach, wie viel wird überdeckt. Okay, zum Beispiel in dem hier wird ja eigentlich quasi noch mit der Linie ganz alles überdeckt. Das habe ich quasi vergessen. Das füllen wir noch aus. Ebenso das hier. Hier haben wir zum Beispiel eins, das hat ungefähr 50%. Dann nehmen wir doch ungefähr 50% Rot. So, ähnliches machen wir dann hier. Und dann gucken wir, okay, meistens wird dann noch mehr verdeckt. Wenn wir jetzt wie in dem Feld hier zum Beispiel ein bisschen mehr haben, dann machen wir das. Und bevor ich das jetzt alles erkläre, ihr könnt euch mit Sicherheit denken, worauf es hinausläuft. Ich mache das einfach mal. So, dann nochmal schnell das Grid ausgebessert. Jetzt zoomen wir mal raus und sehen, es sieht schon ein bisschen besser aus. Wir machen einfach mal das Grid weg. So, jetzt nochmal zusammengeschoben für die bessere Übersicht vielleicht. Ich schiebe es auch nochmal hier in die Mitte, so. Da sieht man schon, das sieht zumindest ein bisschen mehr aus wie das, was man sieht, wenn man irgendwie was Anti-Aliasing gerendert kriegt. So, nochmal rangezoomt. Also, so, es ist natürlich jetzt nicht komplett richtig berechnet, sondern nur so nach Gefühl quasi die Farben gesetzt. Aber man sieht schon, es wird ein bisschen was. Also es geht vor allem in die Richtung. Und genauso im Grunde funktioniert das Verfahren auch. Warum im Grunde? Weil es gibt natürlich mehrere Verfahren. Wie gehe ich jetzt damit um? Wann wird ein Pixel wie gefärbt? Aber das kommt im nächsten Video. Punkt.